So, willkommen zurück zu Tomb Raider, dem Spiel mit lustigen Sonnenrätseln, wo ich eventuell ein bisschen zu doof bin. Eventuell müssen wir gleich nochmal zurück und genau das machen, was ich gerade schon gemacht habe. Während wir uns weiterhin fragen, wie diese komischen grünen Jadekristalle dafür so funktionieren, dass man so ein bisschen Licht drauf strahlt und dann dreht sich alles. Weil das so ein bisschen unlogisch ist. Ich hätte auch gedacht, dass wenn ich hier hinten irgendwie das Tor auflasse, das ist halt irgendwie anders. So, kann ich das Teil da hinten anstrahlen? Kann ich, okay, gut. Also, quer durch den Raum. Die meinten das mit quer ernst. So, und jetzt kann ich nämlich hier rüberspringen. Dann müssen wir das Ding hier wieder komplett einmal umdrehen. Wäre wahrscheinlich wesentlich einfacher, wenn ich einfach das Ding so manipulieren würde, dass ich von dem Ding gleich auf das zentrale Mittelteil strahlen kann, um da hinten hinzukommen. Oder ich irgendwie Seilpfeile oder so hätte, die an anderen Oberflächen halten würden. Würde mir, glaube ich, auch viel Zeit sparen. Also Ankerhaken. Ja. Könnte ich aber noch hin? Ach so, um wieder zurückzukommen. Ach mal, noch ein Giftkäfer. So, und jetzt kann ich das Ding hier drehen. Ne. Okay, jetzt dreht sich das Ding, ohne dass ich den anderen Spiegel dafür benutzen muss. Aber ich komme ja nicht wieder zurück, so, oder? Ach, ist ja auch dumm, wenn es mir nichts bringen würde. Nee, nee, warte mal. Das wird mir ja wohl diese Klettereinlagen hier. Hallo? Hä? Achso, guck mal, von hier aus kommen wir wieder. Kommen wir da oben irgendwie. Warum gibt es diese Wand hier? Muss ich das verstehen? Hä? Was, 10 und 30 Joule Energie sollten reichen? Ja, aber ich glaube nicht, dass dieser Spiegel den Gesamtoutput der Sonne verwalten. Also ich kann jetzt das Ding da hinten drehen. Aber das bringt mir rein gar nichts, weil ich nicht wieder zurückkomme. Glaube ich. Ich könnte mich auch gerade da oben festhalten, aber ich weiß halt noch nicht richtig, warum und weshalb und wieso und hä? Ach, Lapi sehen, dass ich sowieso nicht wieder zurückkomme. Oder? Aber ich meine, so war es ja gerade schon, ne? Hey. Absolut tödlich bei dieser super schnellen Strömung. Jetzt fange ich bestimmt wieder ganz vorne an. Ach. Achso, 10 noch minus 30 Joule. Ne, ich bin tatsächlich wieder hier. Ich habe gerade ein bisschen Hunger. Das ist ja ärgerlich. Weiter überlegen. Wir können das Ding so strahlen. Wir können uns doch da hinten hinstrahlen und dann bringt das mir neue Arsch. Also ich würde vermuten, dass ich das Teil hier eigentlich zu denen da machen kann, weil das, damit kann ich ja nicht das hier vorne anstrahlen. Also müssen wir mal drücken, dass das überhaupt hält. Und ich aber diesen Spiegel dafür verwenden möchte, das andere Ding zu halten. Oder ich strahle damit den da hinten an, damit ich den anderen Spiegel irgendwie für was anderes benutzen kann. Unabhängig davon bringt mir das aber alles irgendwie nichts. Ich kann nicht wieder zurückkommen, egal was ich mache. So, das strahlt das an. Achso, warte mal. Achso, jetzt strahlt das Licht von da hinten. Weil das Ding höher ist. Aber warst du nicht von Anfang an? War das am Anfang so? So wie jetzt? Sollen wir da irgendwie Hinweis liefern? Dafür
weil ich mich gerade an dieser Kante da festhalten konnte. Also so war es am Anfang. Na gut, denn ist es so relativ sinnfrei, es so zu belassen. Wir machen es aber so. What? Keine Ahnung, was mir das bringen soll. Weil, ich meine, ob das Ding jetzt dahinten da drauf strahlt oder nicht, macht ja eigentlich auch keinen Unterschied in dem Sinne, oder? Ich will eigentlich nur wieder zurück. Und wenn ich das davon wieder anders stellen muss. Na, ich kann mir halt nur vorstellen, dass das irgendwie sinnig ist, wenn ich das da drauf strahle. Was? Burn geht jetzt schon? Wo sind meine Sporteinheiten? Habe ich was verpasst? Nein, nein, hast du noch nicht. Ich, Heute war nur ein langer anstrengender Tag. Oh, nee, so lang war eigentlich gar nicht. Des Weiteren weiß ich immer noch nicht, wie ich hier zurückkomme. Ich habe halt diese Wand hier, aber das ist... Oder kann ich mich hier einfach... Kann ich mich hier abseilen und dann... Dann treiben lassen? Nee. Nö. So schon mal nicht. Aber ich komme da oben nicht mehr ran, oder? Du musst rechts irgendwie weiter. Das ist, mir gefällt vor allen Dingen sehr, dass irgendwie in deinen Satz. Das macht richtig viel Spaß. Ich dachte halt irgendwie, dass ich hier die Wand hochklemme. Die ist ja an. Irgendwann, vor langer, langer Zeit, habe ich auf Reddit mal so. Wahrscheinlich gerade Shadow of the Tomb Raider oder so neu war, so auf Reddit mal so GIFs gesehen von wie Lara stirbt. Und die fand ich damals immer ziemlich verstörend. Und ich dachte halt, die sind immer anders. Aber wenn man jetzt halt wieder zum dritten Mal sieht, wie sie halt auf diese Steine da aufklatscht, dann sag ich mal, ist das ein bisschen weniger beeindruckend, ne? Okay, warte mal. Also an und für sich, wenn ich da drauf scheinen lasse, ist das Einzige, was mir irgendwas bringt. Also wenn es da drauf scheint, ist es das Einzige, was mir irgendwas bringt, wo es halt einen dauerhaften Effekt hat, ne? Also wie komm ich denn da wieder ran? Das ist zwar auch nicht rechts weiter, aber... Weil, also meine Argumentation ist jetzt folgendermaßen. Wenn ich das Teil, wo ich gerade stehe, wenn ich das da auf die Mitte verscheinen lasse, dann kann ich diesen Spiegel dahinter, kann ich ja nochmal umbauen. Und dann macht die Mitte halt irgendwas. Und das bringt mir halt noch irgendetwas. Zwar nicht viel, aber es bringt mir was. So, ich hätte ja irgendwie gedacht, dass ich hier irgendwie hochspringen kann, irgendwie. Ach, lol, kann ich auch. So, genau, jetzt kommen wir wieder zurück. So, aber jetzt können wir wieder zurücklaufen. Wenn die Tore irgendwie aufmachen kann? Wenn halt beide Dinger irgendwie... Hab keine Ahnung. Gibt ganz schön viel Wasser. So, und jetzt können wir nämlich... den Spiegel wieder in die Mitte gehen lassen. Wir brauchen das andere Ding ja eh nicht. So, jetzt können wir den hier... Nett ist was? Leider nicht dafür. Okay, dann lassen wir den mal wieder zurück, da scheinen, wo ich gerade war. Also hier auf den, ne? Na, hoffen, dass sowas bringt, weil andere Wahlen habe ich ja gar nicht. Und dann... So, der Spiegel macht da hinten ja nicht gerade nicht viel mehr als... Was passiert, wenn ich das hier tue? Nix. Okay, gut, das ist aber war nicht klar, dass nichts bringt, weil wir müssten ja, wenn dann hier. Das hier tun. So. Ich muss irgendwie diese Wand hier aufkriegen, dieses Tor, damit ich wieder zurücklaufen kann. Obwohl, der speichert immer ab. Also kann ich jetzt in die Zentrale? Was bringt mir das, in die Zentrale zu gehen? Ich komme nicht durch. Ich muss zurück. Ja, toll. Ja, das hat mir schon festgestellt, dass das nicht funktionieren wird. Ja, dafür müsste ich das nächste Ding drehen. Aber ich komme ja nur hierher, wenn ich das so drehe. Und ich kann von da aus diesen Spiegel nicht auf das Ding ausrichten. Selbst wenn ich wollte. So, kann ich hier irgendwo einen Hebel ziehen oder so? Oh.
Ah, ich hab jetzt, warte mal, ich konnte keine, hier hoch, war. Kannst du übersehen. Hm. Ich denke, da geht's raus. Nee, das habe ich nicht übersehen. Ich habe es gesehen. Gibt es noch andere Wände, an die ich hochspringen kann? Aber ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier irgendwo einen Hebel drücken kann, um dieses Tor hier wegzumachen und ich wieder zurück kann und den Spiegel anders ausrichten. Weil dann würde ich ein Stück Spiegel ignorieren und könnte dann von da aus weitermachen. Ja, toll. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Überlebensfähigkeit zu leveln. Damit sehe ich jetzt definitiv mehr, als ich vorgesehen habe. Ich komme nicht durch. Ich muss zurück. Ja, das ist ja schön und gut, aber das, was soll ich denn jetzt, was soll ich denn zurück anders machen? Ich kann die Lampe da halt... Ich kann die Lampe halt nicht da rechts rüber machen, weil da steht halt unglücklicherweise genau dieser Stein vor und wäre so alles viel zu einfach. Das heißt, der ganze Rückweg bringt mir auch nicht so wirklich was. Oder warte mal, kann ich mit der Lampe? Nee. Aber was ich aber hinkriegen könnte, ist mit der Lampe da hinten, könnte ich doch bestimmt die hier anstrahlen, oder? Weil die kann ja aber auch nicht darüber. Ja, die kann ich ja damit drehen, ne? Aber halt doch nur, solange diese dumme Plattform noch nicht vor ist. Der Tempel der Sonne macht mich fertig, ne? Warum müssen eigentlich immer diese Tempel mit ganz viel Wasser immer so schlimm sein? In Spielen? So. Was bringt der jetzt hier? Der fährt noch weiter hoch. Warte mal. Kann ich durch Zufall den anderen Spiegel die Lampe hier vorne ausrichten? Aber den kann ich doch... Moment mal. Moment. Ich habe eine Theorie. Der Fluch Elrias, was? Kletter, kletter, kletter. Also ich habe viele Ideen, so ungefähr drei. Und das Problem ist, dass sie alle involvieren, dass ich hier übel für durch die Gegend laufen muss. Ach, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon probiert, ne? Weil ich. Das scheitert daran, dass ich nicht hochkomme. Ja, genau. So, und das macht was? Nicht. Okay. Das ist in Ordnung, dass nichts macht. Na gut, dann gibt es eigentlich ja nicht mehr so viele Varianten hier. Ich kann die auch nicht bis runter ins Wasser lassen. Das Ding macht das, das macht das. So. Dann können wir das Teil hier umrichten. Ich meine, wir müssen das Teil hier quasi hier rauf machen, ne? Das hilft ja allen nichts. Könnte denn das Wasser aus dem Buch? Achso. Es gibt eine... Ich werde angerufen. Warum? Ich möchte nicht angerufen werden. Warum nicht über WhatsApp? Stehe ich auch gar nicht. Ich hoffe, es ist nichts Dringendes. Ja. Was mich halt verwirrt ist, dass ich hier mich so hochklettern kann, ne? Meine, bringt mir das irgendwas? Das ist immer wieder hier, ne? Wo ich gerade schon vor 10 Minuten stand. So. Und dann sehe ich... Also meine Idee war halt, das Ding hier oben zu klappen und dann komme ich nicht wieder zurück. Dass ich hiermit quasi diesen Rückweg festmache, damit ich mit dem anderen Teil irgendwo lang komme. Was los? Warum wollen denn heute eigentlich alle Leute was von mir? Sonst interessiert sich doch niemand für mich. So, und jetzt müsste ich halt irgendwie auf einen alternativen Weg hier zurückkommen, ne? Was Burn anrufen? Ich hätte echt selten angerufen. Ja, guck mal, ich kann diese Wand hier auch nicht so hoch springen. Was? Lange. Weg. Prima. So. Ja, das bringt mich aber auch nicht weiter hier. Also,
Ich würde ja auch irgendwie denken, dass ich hier nach rechts rufe. Aber ich kann die Lampe halt nicht darauf ausrichten. Ich kann die halt nur zentral machen. Aber dann ist ja wieder alles so, die drei Säulen in der Mitte, das habe ich ja schon gemacht. Also das ist ja... Ich kann maximal zwei Säulen in der Mitte anrichten und dann... Also das Ziel ist ja, die drei Säulen in der Mitte auszurichten und... Nicht... Ne, warte, ich will keine einzige Säule in der Mitte anleuchten, damit das Ding so tief wie möglich ist. Warte mal. Wenn es so tief wie möglich sein muss, dann darf ja keine Säule eingeleuchtet sein, ne? Weil ich will da ja raufspringen. Das heißt, diese Lampe darf auf keinen Fall darauf ausgerichtet sein. Moment mal. So, hier. Hier. So. So tief wie möglich, ne? So. Haha! Warte mal. Jetzt. Wenn du die Lampe ganz rechts den Stieg bewegst. Die Lampe ganz rechts. So, okay, das Ding muss ja logischerweise das Teil neben mir anleuchten. Also komme ich hier nicht rüber. So, dann können wir das Ding hier machen erstmal. So, und jetzt mit dem Teil hier. Lauf. Damit strahle ich jetzt die... Das kann ich gar nicht, ne? Ne, ich muss sowieso die hier. So, und jetzt bin ich ja nicht genauso weit wie vorher, ne? So. Läuft bei mir heute mit diesen Rätseln, ne? So, und jetzt kann ich auf jeden Fall... jetzt komme ich wieder erstmal auf die zentrale Plattform rauf, ohne Probleme, oder? Die wird ja von nichts mehr angeleuchtet. Glaube ich. Das sollte jetzt ja klappen. Und nu? Ja, Er bringt mir exakt nichts, ne? Ich kann die lustigen sechseckigen Smaragde nämlich mal an, nicht kaputt hauen. Hä? Ja. Danke. Aber ich kann hier auch nirgendwo wie ein Kletterseil oder so anbringen. Aber ich kann auch nichts anderes machen, weil ich muss ja... Ich brauche diese Lampe, um hier hin, um überhaupt hier zu kommen, wo ich... Also das alles hängt damit, dass ich irgendwie dieses Tor hier eigentlich aufmachen müsste. Wenn ich das aufmachen könnte, hätten wir ja wesentlich weniger Probleme. Aber so wie es aussieht, kann ich das nicht. Also ich sehe hier zumindest nirgendwo einen Schalter oder... Übersehe ich halt irgendwo einen. Auch nicht. Weißt du, das ist halt irgendwie so... Weil das hätte ich jetzt gedacht, dass jetzt hier so das Rätsel Lösung, dass du halt hier so ein Tor aufmachst, um dann wieder zurückzukommen. Aber das System ist ja nicht so. Nee, musst du nicht. Nicht? Hä? Aber ich brauche doch alle Lampen, die ich brauche. Also ich meine, außer die Lampe hier, die könnte was anderes sein, aber dafür müsste ich halt die andere dann ausrichten, dann bringt mir halt auch nichts. Weil ich habe entweder diese Lampe da drauf auf das Teil ausgerichtet, aber dann muss ich halt die Plattform erhöhen. Und das geht nicht anders. Warte mal, warte mal. Ich kann aber, was ich tun kann, ist Der Steg da hat doch einen Kristall in beide Richtungen, ne? Der hat doch unten und oben einen Kristall. Oder? Unten und oben Kristall. So, und jetzt kann ich doch... Bleibt das Ding ja gedreht, auch wenn ich wieder zurückgehe. Und die Lampe hier benutze, um das Ding quer durch den Raum anzustrahlen, oder? Genau. Haha! Hahaha! So. Und jetzt? Ah.
halt irgendwie auf Konsole ausgerichtet. Boah, das, dieses Drehen ist so hässlich, ne? Die Mitte ist irrelevant, wie ich das verstehe. Naja, doch, von der Mitte aus muss ich hinterher losspringen. So, und jetzt komme ich erstmal zur letzten Lampe. Mit der letzten Lampe kann ich die anderen Dinger machen und dann muss ich wieder zurückspringen. Das ist ja scheiße. So, und hiermit kann ich dann jetzt erstmal hier hin. Gibt es hier vielleicht einen Schalter, mit dem ich irgendwie die Türen öffnen kann? Okay, die Dinger sind wirklich nur dafür da, aber. So, und jetzt kann ich mit dem Ding hier. So, und jetzt komme ich nicht wieder zurück. Scheiße. Komme ich nicht wieder zurück, ne? Mift. Bin ich ja vorher nicht zurückgekommen, oder? Oder kann ich jetzt hier... Was ist das hier Schönes? Ach, guck mal hier. Hallo, Fuchs. Chuck war für die Maya ein extrem wichtiger Gott. Er lehrte sie die Geheimnisse des Ackerbaus und wachte über das Wachstum und die Ernte der Pflanzen. Ihm waren im Allgemeinen sämtliche Formen der Fruchtbarkeit zugeordnet. Er war außerdem für den Wind, für Blitze und für Regen verantwortlich, der aus seinen Tränen entstand, sowie für den Erhalt von Quellen, Brunnen, Flüssen, Zenotten und anderen Wasserquellen. Genau wie all diese Dinge galt er auch als wohlwollend und fürsorglich, aber auch als unberechenbar. Äußerlich wurde Chuck als Reptil mit wild verknotetem Haar dargestellt und die ihm zugeordneten Farben waren weiß, rot, gelb und schwarz, die für Norden, Osten, Süden und Westen standen. Okay, ich notiere mir mal kurz, für den Fall, dass wir das noch brauchen, die Zusammenhänge mit Farben und Dings. Wahrscheinlich ist es irrelevant. Norden ist rotes Osten. Gelb ist Süden. Und schwarz. Ich weiß nicht, in welcher Art von Rätsel das noch Relevanz haben soll, aber... Naja, okay, nehmen wir mal die Zusammenhänge mit. So, Judy. Dann kommen wir jetzt zurück zu den Rätseln. Wie komme ich hier wieder zurück? Mit der Lampe kann ich aber wiederum nicht das Ding in der Mitte... Achso, der in der Mitte ist ja schon gedreht. Wenn wir jetzt nochmal wieder zurückkommen würden, wäre jetzt alle Duty, ne? Dann hätten wir jetzt quasi geschafft, aber... Hallo? Mist, ich muss nur noch wieder zurück. Also eigentlich ist es jetzt mehr oder weniger erreicht, ne? Guck mal, der Sonnenstrahl strahlt jetzt auch durch und alles ist schick. Aber wir kommen nicht wieder zurück. Das ist bei einer Einbahnstraße hier. Ach Menno, müssen wir jetzt echt verhungern? Ich will nicht verhungern. Ich kann auch verhungern. Irgendwelche Ideen noch? Irgendwer? Irgendwo? Geht es eigentlich wieder zurück, wenn ich dazwischen stehe? Aber tatsächlich! Wie cool! Zu meinen Punkten mit der Grafikkarte, die ich vor 40 Minuten irgendwie angesprochen habe. Das führt auch dazu, dass wir wahrscheinlich Shadow of the Tomb Raider nicht mehr mit RTX Raytracing irgendwas sehen werden. Was hier gerade übrigens gut gewesen wäre. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder zurückkommen soll. Ja. Ganz in der Ecke sieht so aus. Ganz in der Ecke. Hier irgendwie so die Kante hätte ich hier gedacht, aber ich meine, da oben ist so ein Holzbalken. Ah, echt? Oh, ich hab Angst. Warte mal, kann ich da oben durch dieses kleine Loch durch? Nee. Kommst du sonst über durch, aber das ist jetzt gerade wirklich nicht drin. So, Judy, dann haben wir das jetzt ja eigentlich geschafft, oder? Theoretisch. Hier ist nicht noch was mächtig schief geht. Haha. Ich bin ja. Warum guck mal, das hier ist eine voll die krasse Konstruktion. Achso, weil das Teil noch das andere Teil da oben mitgedreht hat. Und wir finden Dinge.
brauche jetzt einen Weg hier raus. Hunger des Huas ziehen. Erhöht die Menge an natürlichen Herstellungsressourcen, die sie aus jeder Quelle erhalten. Das ist okay. Oh, Gold haben wir ja auch noch ein bisschen. Und noch mehr Gold. Ich brauche einen Weg hier raus. Das heißt nicht, dass die Rätsel haben noch kein Ende und ich muss mich hier nur irgendwie... Ich hätte gedacht, ich springe einfach da oben rüber. Warte mal, ich kenne noch einen Weg hier raus. Was zur Hölle? Warum mache ich mir überhaupt Sorgen? Mit einem großartigen Seilpfeil wäre das hier übrigens alles ein bisschen einfacher gewesen, ne? Warum macht das Licht hier nicht so eine Geräusche? Also Sonnenlicht, was ich so kenne, das macht halt nicht so lautes Zeug, sondern ist eher ruhig, ne? Ah ne, was weiß ich schon. Na gut. Das sieht doch eigentlich recht erfolgreich aus. Gut, das war der Tempel der Sonne. Hab mir ja einen Schmack abverlangt, muss ich ja sagen. Das war jetzt nicht so. Hey, mein Seilpfeil ist weg. Ich hab doch vorhin schon vorher gearbeitet. War jetzt ja nicht mal so einfach, ne? Also jetzt im Nachhinein, natürlich, sobald man die Lösung kennt, war jetzt selbstverständlich total einfach und alles mega easy. Aber bis zu dem Moment war das jetzt gerade nicht so klar für mich. Wie viele alte Tempel der Sonne hast du schon real gesehen? So 2, 3. Man kommt ja rum, ne? Also gerade, ich weiß nicht, ob du schon mal in Altmark warst. Da gibt's viele Tempel der Sonne. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.